Okay, Leute, also ich versuche jetzt hier nochmal dieses Video zusammenzufassen, weil es extrem gut ist. Ist halt auf Englisch. Vielleicht hat da nicht jeder irgendwie so. Ist nicht so ganz einfach mit. Von daher hier nochmal eben dieses Video in meinen Worten, also möchte. Also, der gute Riker hat einen Ultimate Guide gemacht, also einen ultimativen, ja, Guide, wie man Best of Patriots spielt. Und er hat in dem Sinne die einzelnen Schritte hier erläutert und ich versuche die jetzt so ein bisschen mit eigenen Worten in dem Sinne nur wiederzugeben. Und zwar geht es los mit dem Intro. Sieht man hier sehr gut. Mal kurz hier auf leise. Da spricht er, also spricht Intro bzw. die ersten Sekunden. Hier spricht er darüber, dass man in dem Sinne halt die Kampagne skippen kann. So, das heißt, du wählst hier einfach Seasonal, also Saison aus oder in dem Sinne Non-Season aus. Ja, weil nicht jeder mag halt Season. Ist ja okay. Und dann kannst du in dem Sinne noch entscheiden, ob du auf Hardcore spielst oder nicht. Und jetzt hast du die drei Möglichkeiten. Du hast jetzt also Start the Original Campaign. Ja, also dass du die ganz normale Kampagne spielst, dann eben Start with the Wrath of Hatred Campaign, dass du also direkt die Add-on-Kampagne spielst. Und als drittes Start with Wrath of Hatred Campaign Completed. So. Das natürlich vor allem dann, wenn du einen neuen Charakter erstellst. Das heißt, du kannst in dem Sinne selbst bestimmen, wie du leveln möchtest. Und ich würde in dem Fall jetzt erstmal hier Start with the Wrath of Hatred Campaign anfangen, weil ich habe ja die Origin Campaign schon gespielt. Aber ich glaube, die Leute, die sich für die Story gar nicht interessieren, die nehmen wahrscheinlich direkt das hier und wollen dann einfach durchblasten. Dann hast du nun, im Gegensatz zu Diablo 4 früher, hast du also verschiedene Schwierigkeitsgrade. Diese Schwierigkeitsgrade ergeben sich eben nicht mehr, vor allem eben jetzt, was Torment 1 anbelangt, so wie es damals war in Diablo 4, dass du also so bestimmte Dungeons erledigen musst, die sogenannten Capstone Dungeons, dass du also was Besonderes in diesen erledigen musst, sondern jetzt läuft alles über den Pit, also über die Grube, was ja nichts anderes ist als eigentlich ein Greater Rift System, also ein. Die großen Portale, die großen Diablo 3 Portale, die man eben auch kennt. Das heißt, da gibt es keinen Loot, sondern es geht halt darum, dass du so schnell wie möglich da durchkommst. Und danach bekommst du erst die Belohnung, dass du also nicht groß abgelenkt bist, abgelenkt wirst. Und diese, alles, was in dem Sinne Pantent kommt, das musst du halt über Pit, über diese Grube freischalten. Und Torment 1 ist in dem Sinne ein 20er Pit. Also eine 20er Grube und wenn die geschafft hast, dann kannst du in dem Sinne in den ersten hohen Schwierigkeitsgrad eintreten. Und dennoch ist es so, dass er hier klar erläutert hat, dass normal eigentlich der Normal Mode, der normale Modus hier das Beste ist, was du machen kannst. Wenn du aber das beste Spielgefühl haben willst, also die beste Spielerfahrung, dann solltest du hart auswählen. Ja. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, muss halt jeder für sich wissen, aber das ist das, was er hier empfiehlt. Und das ist auch das, was ich halt des Öfteren schon gehört habe. Als nächster Punkt spricht er an, was du in dem Sinne auch oder was ihr machen solltet, wenn ihr genauso wie ich in Wrath of Hatred startet. Ihr solltet euch erstmal sofort euer Pet in dem Sinne holen, ja, also euer Haustier. Denn diese Pets sind dazu da, dass sie eben Materialien einsammeln und eben Gold einsammeln. Dass sie also viel weniger, ja, ich sag mal, so nervigen Kram erledigen müssen, sondern dass du das halt so nebenbei einfach bekommst. Danach geht es weiter, dass er über die Season Quest spricht. Es gibt ja immer wieder eine Saison-Quest-Reihe und diese sollte man dem so schnell wie möglich angehen, denn, und das kennt man auch schon durch die letzten Seasons, es ist eben wieder so, dass du eben auch wieder ja, ruft in dem Sinne sammeln sollst. Und das Main Feature der Season, wenn man mal vom Gameplay in dem Sinne oder auf das Gameplay vor allem eben schaut, sind die sogenannten Realm Walkers. Und diese Realm Walkers sind Dämonen, die eben die
ja eigentlich durchgängig da sind und gegen diese kannst du kämpfen. Und wenn du diese besiegt hast, das machst du in dem Sinne in so einer Art Wellenformat, dann kannst du durch dieses Portal zum Ende hingehen und landest dann eben in diesem Realm, also in diesem bestimmten Gebiet. Und dieses Gebiet spielst du in dem Sinne auch dann durch und hast damit in dem Sinne dann eben ja alles Mögliche erledigt. Dadurch kommst du an die sogenannten Seizing Opals, also an diese Opale. Und die sind dazu da, dass du eben vor allem zum Beispiel eben deine Tränke verbessern kannst. Und er empfiehlt hier ganz klar, dass man in dem Sinne immer Opale aktiv hat. Heißt also, dass du, wenn du keine Opale mehr zur Verfügung hast, dass du wieder diesen Realm Walker, also diesen, ich sag mal, besonderen Dämon irgendwie dann wieder angreifst, um deine Opale wieder aufzufrischen. Denn das macht eben vor allem das Leveln einfacher, weil du eben hier you gain 15% increase experience, also du bekommst in dem Sinne mehr Erfahrung und kannst das sogar auch stacken mit den anderen Tränken, anderen Elixieren. Also ich glaube, das ist halt vor allem eine super gute Möglichkeit, um mehrere Charaktere eben zu leveln. Hier wird es auch nochmal angesprochen, dass du eben diese Elixiere hast, die hier eben damit kombiniert werden können. Und er hat in dem Sinne gesagt, ja, man nimmt am besten das, was am wenigsten Materialkosten in dem Sinne bedeutet. Und dann passt das halt. Dann spricht er wieder an, wenn man das in dem Sinne erledigt hat, sprich, wenn du gerade deine Opale aktiv hast, wenn du also deine Getränke eben auch verbessert hast, dann gehst du wieder zurück zu der Season Campaign, zu der Saisonkampagne und erledigst die so gut es geht, weil du irgendwann dann zu den Mercenaries kommst, also zu den, ich sag mal, Begleitern. Und bei diesen Begleitern ist es so, die haben eine einzelne Kampagne, eine einzelne in dem Questreihe und du möchtest mindestens zwei von diesen Mercenaries, also von diesen Begleitern eben freigeschaltet haben durch die Questreihen. Und hier sieht man eben diesen Hub, also sprich diesen, ja, dieses besondere Gebiet, wo die Begleiter sich in dem Sinne aufhalten. Und die Begleiter selbst haben eben auch einen eigenen Skillbaum und sind in dem Sinne dazu da, dass du selbst dadurch eben auch profitierst, entweder direkt oder eben indirekt. Und er hat auch gesagt, dass es jetzt darum geht, dass du also diese Begleiter levelst, und zwar bis Level 8 in ihrem Skillbaum. Und mehr sollte man in dem Sinne gar nicht machen. Dann könntest du also wieder auf den nächsten Begleiter switchen. Sprich, du wechselst zwischen denen hin und her. Du hast immer einen aktiven und einen passiven, so wie ich es verstanden habe. Und der Gedanke ist, dass du so schnell wie möglich alle Mercenaries in dem Sinne freischaltest, weil diese eben in ihrem Hub, also in ihrer Stadt, in ihrem Camp, wie man so möchte, eben was, ja, wichtige Materialien verkaufen. Und du hier eine gute Möglichkeit hast, an bestimmte Materialien eben dran zu kommen. Ja, also hier sieht man eben Contains Legendary Items with Movement Aspects. Also hier hast du eben bestimmte legendäre Gegenstände, die eben die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Und je mehr du von diesen Mercenaries in dem freigeschaltet hast, beziehungsweise ich glaube, je besser dein Ruf ist und du sammelst ja diese Währung hier, desto mehr kannst du in dem Sinne dadurch eben auch kaufen und ja, umso besser für dich, weil du durch die Materialien im Extrem ja, dich selbst in dem Sinne verbesserst und eben auch immer stärker wirst. Dann geht es jetzt darum, dass du die Kampagne in dem Sinne abgeschlossen hast. Ich glaube, es bezieht sich jetzt aber auf die eigentliche Hauptgeschichte von dem Addon selbst. Und nun geht es in dem Sinne darum, was du denn machen kannst. Und hier spricht er ganz klar davon, erstmal, wie wichtig dieser Schritt ist, weil das damalige Max-Level, das Haupt, also ja, das eigentliche Maximal, die Maximalstufe, die war ja Level 50, jetzt wird sie auf Level 60 hochgesetzt und die Gegenstände, die haben jetzt, wenn man jetzt mal von den noch selteneren Gegenständen absieht, haben jetzt eine Item Power, also eine Gegenstandsmacht von 750. Und wenn man also auf dem Weg von 50 nach 60 ist, sprich du bist dann Level 51 so um den Dreh,
dann kommst du auf einmal an die ganz guten Gegenstände und dann ist halt dieser Unterschied extrem groß. Man kennt es eben auch aus Diablo 3. Hier sieht man es eben, die Ancestral Uniques oder Ancestral Items, die haben dann eben eine 800 Item Power, also eine Gegenstandsmacht von 800 und sind eben dann um einiges stärker. Wenn man also in dieser Lage ist, ab hier in dem Sinne weiterzuspielen, dann geht es jetzt darum, so empfiehlt er, dass wir die Strongholds, also dass ihr die Strongholds, also diese Festungen, durchspielt. Denn ihr wollt nämlich, ähnlich wie früher, diesen Ruf hier in dem Sinne sammeln. Renown. So, und diesen braucht ihr, um die Paragon Points in dem Sinne freizuschalten. Wichtig ist, das hat er auch gesagt, dass diese Lilith-Statuen nicht mehr so wie früher heißen und auch nicht mehr so sind wie früher. Denn früher war es ja so, dass ihr dadurch eben auch ein Stat Increase, sprich eine Verbesserung eurer Werte in dem Sinne erhalten habt. Dadurch war es eigentlich notwendig, dass man die alle gesammelt hat. Und das war eben auch sehr anstrengend und sehr nervig. Und nun ist es so, ihr könnt es machen, ihr bekommt dadurch aber eben nur Renown, also nur Ruf. Ihr könnt aber eben auch sagen, nee, ich mache lieber Sidequests oder lieber nur Side Dungeons oder was auch immer. Die Strongholds, die drei, die geben auf jeden Fall schon mal 300 Renown. Dann seid ihr also schon mal ganz gut dabei und dann könnt ihr halt selbst entscheiden, wie ihr darauf kommt, weil ihr müsst eigentlich nur diese Stufe in dem Sinne erklimmen. Die letzte Stufe braucht ihr gar nicht mehr, weil das ist in dem Sinne ja eher dann noch Gold und etwas zum Gamblen, was jetzt vielleicht zu Beginn wichtig ist, aber hinterher nicht mehr so. Und dann geht es darum, dass ihr Torment 1, also das, was damals die Qualstufe war, ja, also Qual 4 in dem Sinne freischaltet. Und das macht ihr eben, wie ich schon gesagt habe, über die Pit, also über die Grube. Und dann hat er eben darüber hinaus gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass man eben die Season Campaign, also die, beziehungsweise anders gesagt, die bestimmten Kapitel der Saisonkampagne in dem Sinne durchspielt, weil man gerade gegen Ende extrem wichtige Items bekommt und unter anderem eben auch eine Möglichkeit, um an Mythic-Items zu kommen, also um an mythische Gegenstände zu kommen, die stärksten Gegenstände im Spiel. Wenn ihr das habt, wenn ihr gut equipped seid, wenn ihr das in dem Sinne alles umgesetzt habt, wenn ihr Torment 1 gut spielen könnt, dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Dark Citadel zu spielen, die dunkle Zitadelle. Das ist dieser neue Endgame-Modus, der wirklich auf eine Gruppe von 4 Leuten ausgelegt ist, denn man muss eben unter anderem eben auch bestimmte Aufgaben ja, erledigen. Heißt also zum Beispiel, wenn es da irgendwelche, so habe ich es vorher mal gehört, wenn es da irgendwelche Schalter gibt, wo man den sich draufstellen muss, dann geht das eben nur zu viert und du kannst also diese Dark Citadel, diese dunkle Zitadelle scheinbar nie alleine spielen und scheinbar auch nicht mit deinen Begleitern, mit den Mercenaries zusammen, so wie ich es verstanden habe. Der nächste wichtige Schritt ist eben auch, dass man darauf schaut, dass man eben in der Season Journey, also sprich in der Saisonreise, eben auch ganz gut vorankommt. Unter anderem deswegen, weil man eben auch hier diese ja, wie heißt es hier, diese Asche dazu bekommt und das kennt man immer noch von früher und dann kann man eben dadurch eben auch ein XP, also einen Erfahrungsgewinn dazu bekommen oder eben auch hier dann hinterher eben Urn of Remnants, boost the rate that you increase your reputation with the Zakarun Remnants. Ja, und das ist natürlich ganz gut eben auch im Hinblick aufs Endgame. Dann spielt man also Torment 1 so weiter, man bleibt auch erstmal auf der, ich sag mal, Qual 4 Stufe, hätte man damals gesagt. Und man sieht, dafür musst du eben eine 20er Pit, 20er Grube erledigen, um das überhaupt zu schaffen. Und du kannst eigentlich das alles in dem Sinne überhaupt auch erledigen. Also den gesamten Content kannst du auf Torment 1 spielen, auf Qual 1. Aber natürlich ist es besser, wenn man versucht, immer weiterzukommen, denn die Haupt Paragon-Stufe ist eben 350, was aber ultra lange dauert. Und von daher, das ist halt so die Langzeitmotivation. Aber wie man hier sehen kann, hat man viel zu viel, das heißt nicht viel zu viel, aber man hat sehr viel zu erledigen. Unter anderem hat man die Infernal Hordes, die kennt man aus Season 5, glaube ich, war es.
Was ich sehr gefeiert habe, beziehungsweise es war keine Season, sondern es ist eher. Oder war das sogar Season 4? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein Feature gewesen, was noch vor Battle of Hatred dazugekommen ist. Und das hat aber nichts mit der Season zu tun, sondern das ist einfach ein neues Gameplay-Feature. Und das läuft eben in dem Sinne so ab: Du kämpfst gegen Wellen. Und wenn du die Wellen besiegt hast, dann gibt es eine Art Verschnaufpause. Dann kannst du eben in dem Sinne selbst entscheiden, was du nimmst, um so ein bisschen stärker zu werden, eben was diese Wellen anbelangt. Und wenn das erledigt hast, dann bekommst du eben eine Belohnung. Und ehrlich gesagt, mir haben diese Wellen, diese Infernal Hordes immer extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war die fünfte Season, beziehungsweise also während der fünften Season ist dieses Feature dazugekommen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, was du also auch noch hast, ist dann die Nightmare Dungeons natürlich. Auch das ist so geblieben. Ich glaube, die wurden sogar gar nicht so abgeändert. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Aber auch das kennen wir eben. Das ist jetzt auch nichts Neues. Dann haben wir eben auch die Whispers, das heißt die ja, Bounties, wie man so schön sagt, irgendwie in Diablo 3 damals. Die kennt man eben auch. Das kannst du eben auch alles gut verbinden. Dann hast du die Helltides. Auch die Helltides sind ja in dem Sinne jetzt auch nur die Weiterführung. Das heißt, es läuft irgendwie die ganze Zeit ab und du hast immer was zu tun, du kannst also immer was einsammeln. Auch das kennen wir eben. Du hast die World Bosses, die kennst du in dem Sinne auch, dass du da zu einer bestimmten Zeit eben hingehst. Also das eigentliche Endgame bleibt eben gleich. Genauso wie dass du eben diese Uber-Bosse in dem Sinne beschwören kannst. Und du hast dann diese Ratte, die Kuras Undercity, also dieses, weiß nicht, Kuras ist glaube ich die neue Stadt, kennt man ja glaube ich auch aus Diablo 2. Akt 3 war es, genau. Und hier in diesem neuen, ich sag mal, in dieser neuen, diesem neuen Feature, Gameplay-Feature, da meint er eben, das kann ich auch mal kurz hier abspielen. Da kämpft ihr eben gegen ganz normale Gegner. Und ich habe es so verstanden, dass ihr einfach viel mehr Möglichkeiten habt, ja, ganz bestimmte Gegenstände zu bekommen. Also, dass ihr viel weniger Randomness in dem Sinne habt. Aber das habe ich auch erst nur überflogen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein weiteres Feature, was man eben machen kann, neben den Features, die man eben schon so kennt. Und dann zum Ende hin hat er dann eben noch angesprochen, eben die Tormented Bosses, ich habe es ja gesagt, irgendwie diese Uber-Bosse, die du eben jetzt in einer noch höheren Schwierigkeitsstufe in dem du spielen kannst. Und das wäre dann eben, ja, der ultimative Guide zusammengefasst in deutscher Sprache, was eben den guten Riker anbelangt. Das heißt, man sollte sich wahrscheinlich erstmal das Hauptvideo anschauen. Oder man schaut sich erst dieses Video an, diesen kleinen Talk hier an, hört sich den an und kann sich dann halt das alles nochmal in Ruhe anschauen und durchlesen. Ich persönlich finde, dass dieses Video extrem gut ist. Es hat mir eigentlich alles Wichtige in dem Sinne so beigebracht, wie es halt eben abläuft. Dennoch bin ich der Meinung, dass vielleicht das Sinnvollste ist, gerade wenn man so wie ich jetzt irgendwie neu in West of Hatred eben startet, dass man erstmal ganz in Ruhe reingeht, die Kampagne genießt, die Videos sich anschaut. Und wenn man das hat, dann in Anführungsstrichen wieder einfach in diesen Season Grind übergeht, wie man es halt so kennt. Aber dass man halt vor allem erstmal so, ähnlich wie Diablo 4 damals, erstmal überhaupt das alles langsam und vor allem irgendwie so richtig wahrnimmt und nicht einfach durchrusht, weil dann wäre es, glaube ich, viel zu schade, wenn, auch wenn die Story wohl nicht so gut sein soll, wie man immer wieder hört, aber trotzdem, also allein die Cinematics, denke ich mal, werden sich lohnen und es wäre halt schade, wenn man die wegskippen würde, oder wie auch immer. Also von daher, das ist dieser Guide. Der meiner Meinung nach wirklich eine große Hilfe darstellt. Und vor allem, wenn ich ehrlich bin, was mir am meisten dieses Video gebracht hat, ist, dass ich sag mal, dieses neue Feature hier, die Season Quest da mit den Realm Walkern, das ist eigentlich ganz nett. Ich meine, es ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen wie die Helltides an und danach hast du trotzdem irgendwie, dass du weiterhin Dungeons spielst. Und vor allem, dass du diese Opale bekommst, dadurch kannst du eben die Elixiere verbessern, dadurch kannst du irgendwie auch schneller in dem Sinne Erfahrung sammeln. Und während der Kampagne kommst du eben mit den Mercenaries, mit dem Begleiter in dem Sinne in Kontakt. Dann lernst du die immer mehr kennen und lernst auch immer mehr, was die in dem Sinne vor allem für unterschiedliche Möglichkeiten eben mit sich bringen.
Und ich glaube, das ist das, worauf ich mich mit am meisten freue, dass du halt gerade eben auch, wenn du allein unterwegs bist, dass du trotzdem das Gefühl hast, irgendwie du wirst halt wirklich begleitet und du bist halt irgendwie, weiß ich nicht, nie alleine. Ja. Also, ich glaube, wenn man sich nicht allzu viel zu West of Hatred durchlesen möchte oder anhören möchte, ich glaube, in diesem Video erfährt man alles Wichtige. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige hier auch zusammengefasst. Von daher, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. In diesem Sinne, macht es gut. Und das war eine spontane Aufnahme hier live im Stream, während ich darauf warte, dass die 40 GB runtergeladen werden, die ich leider irgendwie doch nicht runtergeladen habe, obwohl ich es gedacht hatte. Leider ist es so. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Also gerne kommentieren, liken und auch sehr gerne abonnieren. Und ja, ich weiß, es ist nicht mein eigener Content, aber ich habe ihn zusammengefasst. Ich habe also nicht das Video an sich abgespielt und werde natürlich alles Wichtige eben auch verlinken, dass sich jeder irgendwie selbst seine Meinung bilden kann. Also gerne liken, kommentieren, auch sehr gerne hier auf YouTube abonnieren. Und natürlich auch gerne im Stream vorbeikommen und mit mir am besten Diablo 4 West of Hatred gerne zusammenspielen und am besten auch WoW direkt mit. Und dann bin ich überglücklich. Tschö, euer Tobias.